heutigen Kurs möchte ich euch gern mal was über das Fenster erzählen, was man damit eigentlich alles machen kann, also ein Fensterbaustein im Allgemeinen oder auch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Früher war es so, da musste man das quasi vorher alles zusammenbauen, also es musste alles richtig definiert werden, alles angeordnet werden und dann hat man es zum Baustein abgelegt und dann dem Fenster verwiesen. Das braucht man jetzt nicht mehr. Da gibt es viel einfachere Methoden und wie man zum Beispiel auch Schichtversprünge macht, würde ich euch mal zeigen, oder wie man jetzt diese Pfosten versetzt, also dass der vielleicht Luft bekommt. Das mal hier in 3D, kann ich es mal zeigen. Also wenn ich das Fenster markiere, sage ändern. Und gehen wir mal hier in die Schichtüberstandstabelle rein, hier in die Überstände und sage ich zum Beispiel hier am Anfang soll er mir 20 machen und Ende 20. Hier sieht man schon im Vorschaubild, was passieren wird. Also die Pfosten schieben sich zur Seite. Dasselbe wäre jetzt bei unten oder oben. Ich könnte sagen, Rollladenkasten soll noch dabei. Ist klar, dann schiebt er den Sturz nach oben. Ja, dasselbe wäre zum Beispiel, wenn ich das beim Gips machen würde. Ich jetzt überall 5 cm dabei machen. Okay. Mach nochmal die Wandautomatik an. Start und dann macht er mir außenrum Luft. Wie man sowas alles genau macht, das zeige ich euch dann jetzt in den Videos.